Dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Terraria mit hallo. Bianca und Chibi. Hallo. Hallo. Und wir müssen leider ein bisschen farmen heute. Ja. Ein bisschen Bullet und ja, eigentlich sind wir wirklich immer am Farmen. Ja. Wir sind ganz viel am Farmen, aber einige halt von den Farmfolgen haben wir halt nicht aufgenommen. Ja, ja. Zum Glück. Weil wir. Aber der HWM fährt ja jetzt bald in Urlaub. Ja, das ist uns einfach alleine. Dem ist da brauchen wir ein paar Völkchen, bräuchten wir. Also wenn du wenigstens arbeiten würdest, aber auch noch im Urlaub bist. Urlaub, ja, ja, schweinreich, weiß. Das ist was schon ich mir für ein Recht hier rausnehme, in Urlaub zu fahren. Wirklich. Dich nicht von dir erwartet. Einfach so in Urlaub fahren. Ja, und ich gehe jetzt ein wenig Eco farmen, damit wir wieder ein paar Bullets haben. Während die anderen... Was macht ihr denn gerade? Erzählt doch mal. Ich farme Chlorophyt für die Spektralrüstung. Ja, das ist doch schon mal was. Und Bianca? Ich bereite uns vor für Special-Folge Nummer 100. Oh, was? Ja. Ja. Ganz cool. Wir machen eine Special-Folge. Oh, ja. Ja. Was wird aber noch nicht verraten? Das große irre Special. Ja, also jetzt macht doch den Leuten nicht so viel Hoffnung. Nachher sind sie alle enttäuscht. So ja, besonders ich bin ja glaube ich, auch schon ein bisschen enttäuscht, aber... Du bist jetzt schon enttäuscht? Geil. Jetzt sollten wir es dann einfach sein lassen. Nein, wir machen das jetzt. Ja, wir machen das. Wir ziehen das jetzt durch. Oh, ich ihr müsst die ganze da jetzt Zeit durch. Mein Pilzbaby killen. Und nein, mach doch sowas nicht. Was kannst doch nicht dein eigenes Kind töten. Das ist mein eigenes Kind. Wohl kann er. Also wenn ich so ein Kind gezeugt hätte, dann hätte ich mir Gedanken gemacht. Die Diskriminierung von dem Trüffel da jetzt. Ja, aber. Finde ich nicht okay. Ist eher ein Tier als ein Kind. Ist ein Pilz. Hm. Eine ganz eigene Spezies. Ach, jetzt kommen die Biologen wieder raus. Ach so, ja. Ja, passt. Was? Wo kommen die? Gibt. Hallo? Schließt sie ein! Sperrt sie weg! Sperrt sie weg? Jo. Wir haben ja immer noch kein Reittier. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja, stimmt, im Mount. Hat da einer im Stream noch vielleicht eine Ahnung, wo kriegt man Mounts her? Am besten vom, schnell vom und Frostmond, aber da muss man halt auch so weit kommen. Ja, das hat ja nicht so gut funktioniert, der Frostmond. Nee, wir sind der Frostmond hat uns ja ziemlich überfahren. Ja, wir haben versagt beim Frostmond, kann man einfach so sagen. Oh, Gold. Der war einfach, also dieser Center, der ist irgendwann einfach gegangen, weil wir so gut waren. Der hatte ein bisschen Angst vor uns. Ja, ja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, wir werden gerade auf dem Stream gefragt, welche Bosse wir schon down haben. Quasi alle außer Duke Fishrun. Genau, und an dem sind wir auch ganz völlig gescheitert. Oh ja, das war ein bisschen... Genau. Und was wir halt auch nicht geschafft haben, wer es im Let's Play gesehen hat, weiß es natürlich. Ja, das waren eben der Frostmond und der Kürbismond. Ja. Da haben wir ziemlich. Also die Streamerinos haben es jetzt noch nicht gesehen, weil das kommt erst noch. Aber die haben es ja nicht sagen gesehen. Für die Leute, die diese Folge hier sehen, die haben es dann ja vielleicht schon gesehen. Ja, die haben es dann gesehen, hoffe ich mal. Ansonsten schnell zurück und angucken. Schämen, ja. Ganz viel schämen. Und schämen, genau. Also mittendrin einsteigen geht nicht. Könnt wieder von vorne anfangen. Was aber erst fällt euch ein? Von 1 bis 7 bin ich noch nicht dabei. Genau. Erstmal 100 Folgen gucken, ne? Oh Gott. Oh, dass noch jemand macht. Nee. Ach, und damals war ich noch so schüchtern. Ja, und jetzt bist du. Jetzt seid ihr froh, dass ihr, wenn ihr mich los seid. Ja. Naja. Noch nicht. Noch ist es nicht so weit. Noch nicht. Puh, mit dir vielleicht nicht. Ach ja. So, jetzt nehme ich meine Life Root selbst. Ja, ich habe ja auch mittlerweile 490. Wie viel hast du, Ulrich? Was denn? Igor? Life Root. 485 bin ich momentan. Okay. Habe ich jetzt auch. Das ist doch schön. Haben wir alle, glaube ich. Sehen wir jetzt auch. Nee, der hat 490. Von mir. Ach, 490 schon. Ja. Überragend, Sebi. Überragend. Ich bin ja auch schon seit 85 Millionen Stunden hier nur noch im Dschungel am blödes Chlorophyt farmen. Da kommt man halt mal an der einen oder anderen vorbei. Meistens sehe ich sie gar nicht. Meistens fällt mir... Also vorhin die ersten zwei habe ich gar nicht mitbekommen. Da war es tatsächlich so, dass ich habe die letzte gerade auch nicht mitbekommen. Da stand ein Schlag einfach plötzlich im Tal gesehen habe. So. Habt ihr noch vor, hier Godzilla gucken zu gehen? Nee. Was?
Dreist. Dreist mir das so ins Gesicht zu sagen. Ja, ich würde es mir angucken, aber allein gehen möchte ich auch nicht. Der HW geht bestimmt nochmal mit. Der fand den ja so sensational. Super Suck of German Television. Wo wir wieder bei super geil werden. Super. Absolut. Was haben wir denn da noch? Ja, Kuro Keaton, das ist saucool. Danke, heiße Ware, ja. Sebi könnte sich echt mal ein paar Höhlenforschertränke machen. Dann wäre es Farmen nämlich sinnvoller. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Oh, ich habe schon wieder einen Live-Code. Cool, jetzt habe ich 495. Ja, könntest du uns mal noch welche abgeben? Nö. Alter. Hat sich ausgeunst. Aus Ach uns so. Wurde ich. Ach so, ist das jetzt hier. Okay. Jetzt werden nur noch die wichtigen Leute unterstützt. Gut, also warte. Hier. Kannst du mich mal. Okay. Ja. Und direkt mal Gruppe wechseln. So. Ich komm nicht gleich suchen, mein Freund. Ja, ja, denk dran, ihr sterbt gleich, wirklich, ne? Geh gleich zurück ins Haus und hol mir Höhlenforschertränke. Ja, das welche, ist welche vorbeibringen? Bist du im Haus? Ja, ich bin gerade im Haus. Ja, dann bring mal mit. Lad gerade noch mein Zeug aus und dann kann ich kommen. Ich brauch Ico. Wieso sammle ich Ico noch? Also, Sebi wollte keine Bullets, das habe ich jetzt gerade richtig verstanden, ne? Sebi hat gesagt, es zählt genau. Nur noch das Ich und deswegen will er keine Eco-Bullets mehr. Nein, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, es zählt nur noch das Ich. Ich habe gesagt, der Einzige, der noch zählt, bin ich. Ach so. Das heißt, auch bei dir zähle nur noch ich. Ach, natürlich. Das hast ja auch du zu bestimmen. Richtig, richtig. Ja. Ja, klar. Ja. So ich habe diese Unterhaltung jetzt nicht verstanden. Was? Ich auch nicht. Ich rede einfach nur noch mit. Ja, so? Keine Ahnung. Weshalb? Kann sein, dass es leckt gerade. Ich glaube, es hat bei mir gerade übelst geleckt. Ich glaube, bei mir nicht. Ja, du nein. Meinst jetzt im Spiel, oder? Ja, im Spiel. Oder auf dem Stream. Nein, Real Life. Es hat Real Life geleckt. Ach so, Real Life. Real Life. Ja, also wenn nicht Real Life was leckt, dann ist das was anderes. Alter, ganz ehrlich jetzt, ne? Ich sag gleich das Wort, was du sagst, was man nicht mehr sagen soll. Sag ich gleich 100-mal hintereinander. Das ist ja auch vom Niveau her was ganz anderes. Ja. Das kannst du ja wohl nicht vergleichen. Ja, aber da ich zukünftiger Taxifahrer bin, darf ich mir das jetzt rausnehmen. Unglaublich. Unglaublich. Malst du doch nicht so spannend. Wo ist denn so hier meine... So sechs Höhlenforschertränke haben wir. Ja, ich würde ja normal sagen, ich male es nicht schwarz, aber wenn dir die Professoren sagen, das ist deine realistische Chance. Ja, das ist natürlich auch klar, dass die Professoren sagen, die haben es ja geschafft, weißt du. Die ja, sagen, weißt du, die ja, haben ja, natürlich... Und sie werden nicht besser. Ja, nehmen Sie mir meinen Job nicht weg. Gehen Sie. Gehen genau, Sie. Darauf läuft es doch hinaus. Nein, oh, eigentlich müssten die froh sein über jeden, der da noch studiert, weil sonst haben sie nämlich bald keinen Job mehr. Wenn das keiner. Geschichte gibt es immer. Geschichte wird auch ständig neu geschrieben, von daher. So ein Professor, ja, der kann ja auch nicht mehr. Naja, ich meinte jetzt eigentlich eher Archäologie, weil ich bin ja eher so Richtung Archäologie als Geschichte. Du bist mehr so der Indiana Jones. Da wären wir wieder beim Thema. Ja, übrigens wäre ich wirklich so. Zwar nicht vom Aussehen her, aber ich würde halt auch Grabräuber werden, also. Habe ich ja schon mal gesagt. Wenn ich irgendwas noch finden würde, würde ich knallhart holen und an irgendwelche reichen Russen-Oligarchen verticken, wenn ich irgendwas Cooles finden würde. Also hätte ich keine Probleme mit. So das Bernsteinzimmer oder so. Ja, ja, es gibt ja immer noch Schätze, die gefunden werden wollen. Ja, letztens im Tal der Könige haben sie tatsächlich wieder ein paar Mumien ausgebuddelt. Ach ja, das ist ja nichts Besonderes. Aber die kauft ja kein Oligarch mehr. No. Da musst du dann ja schon so eine Mumie im Keller haben. Ich finde das cool. So eine Hausmumie. Ja, wenn sie da rumläuft, okay. Das ist aber... Fred. Die Haus. Fred ist meine Mumie. Was? Was redest du da? Ja, wenn er euch eine Hausmumie hat, dann würde der die doch bestimmt auch benennen. So eine richtige Hausmumie, die braucht auch einen Namen. Ja, aber die würde ich Mortimer nennen. Mortimer? Was ist denn dieser Mortimer nochmal? Der ist von. Also ich kenne den. Also den Namen. Kriegsritter. Nee. 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 Ich kenne den aus dem Spiel. Und zwar aus. Och, wie hieß denn das Spiel? Ein Spiel, stimmt. Ein Spiel kommt mir Adventure. Aber die, wo dieses Vieh gab, dieses lilane, dieses Plüschvieh. Das ist ein, ey, hier ist wieder ein Adventure gewesen. Oh, ich weiß es nicht. Der zweite Teil davon hieß die Viehchroniken. Und der erste Teil. Ah, dann war es, verdammt, Book of Unwritten Tales. Genau, das war's. Und der kommt einmal in ein Haus und dann macht er eine. Sarkophag, glaube ich, auf, der da steht. Und dann kommt eine Mumie raus. Und die Mumie hat original die Stimme von John Cleese hier von Monty Python. Und der sagt dann die ganze Zeit Mortimer. Das ist ganz cool. Seid ihr nicht mehr in der blauen Gruppe? Ich bin in der roten in der Gruppe und hab PvP an. Ups, okay. Weil Sebi will's ja nicht anders. Och, jetzt habe ich noch meinen Stein der Weisen. Ja, komm, ich mach's nochmal aus.
Wieso kann ich jetzt die Gruppe nicht wechseln? Hallo? Ja, das ja, dauert ein bisschen. Ah. Och Gott. 500 Lebenspunkte. Ab jetzt gehen wieder alle an euch. Okay. Oh, ich hab nur. Ido. Ups. Ja, super. Ey. Und da kommt die dritte Nachricht. Oh, Mann. Wir schreiben hier einfach. Das geht nicht. Ja, wer denn wohl? Ja, dann. Kann ja nur der Ulrich. Der Holger dann gewesen sein. Nee, eigentlich nicht. Hier eigentlich nicht. Achso, ja gut, es gibt ja noch andere Chaträume. Ja. Ist egal. Der Ulrich, der uns testen wollte. Ich will euch so testen. Wo bist du denn? So, ja, ich hab noch mit dir in der Kombi 29 ja. Ego. Die verarbeite so, ich mal jetzt. So, warte. Kügelchen. Ich hab Kügelchen gehabt. Direkt da unter mir würde ich sagen, ist noch was recht. Ja, Kügelchen da ist was. Geholt. Also ich bleib mir jetzt bei dir und fahr ein bisschen mit. Wenn ich darf. Nee, darfst du nicht. Du hast gar nichts zu sagen. Ah, da, aber ich alles zu sagen, komm, ich kaufe mir jetzt direkt Kugeln. Das ist ja, Taxifahrer. Zu doof. No, als Taxifahrer hat man leider keine Entscheidungsgewalt, außer Cindy. Über den Weg, den du fährst. So, ich brauche jetzt... Ah, ne. Also unten beim hier. Tempel. Warst du schon unten beim Tempel? Da seid ihr im Tempel ganz schon? Viel. Seid ihr im Tempel? Nee. Ach Mann, ich muss es jetzt weisen. So, da sehen wir doch mal einiges mehr. Ja, solltest du. Du Unverschämter. Mann, 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 Mann. Oh ja, da ist doch noch Chlorophyt und da ist Chlorophyt und Chlorophyt ist überall. Überall und irgendwo wie der Po von Mexiko oder so. Was? What? What, 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 what? Wie sieht denn so ein Po von Mexiko aus? Da ja, ist noch das Chlorophyt. Willst du gar nicht wissen. Nee, möchte ich nicht wissen, glaube ich. Manchmal stelle ich Fragen, deren Antwort möchte ich einfach gar nicht wissen. Ja, dann sollte man die Frage auch vielleicht nicht stellen. Ich könnte mir einfach alles davon machen, das ist aber doof. Doof, 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 ich war. Was meckerst du denn so? Ja, ich meckere mir selbst. Was machst du? Dinge. Dinge, die Welt nicht braucht. So, ich komme dann auch gleich mal wieder zu euch, würde ich sagen, ne? Okay, okay. Mach doch, mach doch. So. Wie viel Chlorophyt hast du denn schon? So um die 230. Muss ich aber gerade mal fragen, 230? Wirklich? Ja. Okay. Ja, wirklich. Ich habe eben nochmal geguckt. Ist und das habe ich auch. Das habe ich auch ganz ohne Spelunker Potion gebraucht. Ja, super. Geschafft. Wir brauchen ja um die 350, glaube ich. Okay. Ein bisschen? Ja, ich glaube schon. Du hast da den Überblick. Ich weiß es nicht. Ich bin schon Mathe, weißt du doch. Sag mal, wie lange ist denn diese Farmfolge hier schon, Ulrich? 12 Minuten. Na, das geht ja. Ja, ich finde. Irgendwie kam es mir so vor, als wäre sie irgendwie so. Ja, 30 Minuten das lang. Ist, wenn du halt immer. Ich wollte so dich kontrollieren. Ja, der hat mich nicht zu kontrollieren. Doch, Taxifahrer müssen kontrolliert werden. Kannst du jetzt nicht mehr davon weg? So. Dann hat sie sich ja selbst eingebrockt. Ich finde es ziemlich abwertend, wie du über Taxifahrer urteilst. Übrigens. Ich finde das ein bisschen traurig. Kann auch nur einen Job. Ja. Ich ein finde sehr auch, dass Taxifahren, Job, wenn ich irgendwo sagen, hin möchte. Ich finde, dass Taxifahren ein verdammt wichtiger Job ist. Es ist halt auch nicht jeder mobil und. Ja. Richtig. Also. Wenn ich mir so sehr große Städte angucke, da würde ich auch gar nicht fahren wollen, um ehrlich zu sein. Nee, also gerade so das Extrembeispiel. Also ich ja schon mal gar kommst nicht. Du kommst ja mit dem Auto kaum noch voran. Ja. Taxifahrer sind ein sehr wichtiges Glied unserer Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, Sebi hat Glied gesagt. Ich glaube, das habe ich bewusst getan. Ja. Oh, hier liegt eine Live-Food, ich kann sie nicht einsammeln. Was? Sammeln sie ein, gefälligst. Sofort, flott, auf der Stelle. Nicht ja, einsammeln ist Live-Food. Kein Option. Oh, ich hänge die ganze Zeit an blöden Felsvorsprüngen und ja, komme nicht super, vorbei. Ihr seid links, ich gehe rechts. Hä? Geht denn in mir vor? Ich komme jetzt auch noch mal ein bisschen nach rechts. Ich bin nämlich unter den Tempel eigentlich. Seid ihr im Tempel oder what? Nee. Ich laufe so drum rum, weil da immer relativ viel Chlorophyt war. Achso, Chlorophyt sucht ihr. Stimmt, das boah, ist ja die nächste Frage. Das ist ja eine Riesenader. Chlorophyt? Chlorophyt. Echt, ihr findet noch Chlorophyt hier? Naja, jetzt mit der Spelunker-Potion noch mal mehr. Ach so. Ich baue das doch auch immer ganz brav an, Meiche. Ja. Bianca hat mir doch extra 6 Stück mitgebracht. Okay. Oh. Das war's dann aber auch, glaube ich, mit unserem Vorrat. Aber wir können die ja nochmal herstellen. Wir haben ja genug Zeit. Hast du nicht irgendwas gepflanzt dafür? Ja, genau. Ich hatte ein bisschen gepflanzt. Komme ich mir richtig vor wie ein Biologe, weißt du? Ja, du bist.
Zum ersten Mal in meinem Leben. Ersten Mal in meinem Leben habe ich etwas mit Pflanzen zu tun. Na, nicht ganz, aber fast. Ja, sonst quälst du ja nur Tiere. Nein, ich sag doch sowas nicht. Da bin ich. Geh weg. Wie geht's? Mein Chlorophyll. Wo ist denn hier Chlorophyll? Hier ist gar kein Chlorophyll. Weiß ich noch nicht. Ich bin doch noch am Suchen. Warum hast du nicht einfach eine Spelunker-Potion für dich behalten? Nein, weil... Nee. Bleib nein, tot. Weil nee. Aber ja. Aber nein. Aber ja. Aber nein. Da hinten ist ganz viel. Wo ist da hinten? Da hinten. Oh, Leute, ich stell mal mein Handy leise. Das ja, ist ja jetzt zum Eiern. Zum Eiern? Wo ist da hinten? Hier oben. Hier oben. Den Fisch. Ja. Oh ja. Das hätte ich möchtest tatsächlich abbauen? Gesehen. Nee, nee, bau du ab. Ich gehe schon mal weiter. Vielleicht finde ich ja auch noch was. Weißt du, das Grüne. Weißt du? Das ist grün. Weißt du? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin mir nicht so sicher, dass du das weißt. Ey. Aufpassen. Ah, ey. Aufpassen. Aufpasse. Ja, ah, meine Potion ist ausgelaufen. Wenn der Fido schon so viel hat, ich habe jetzt... Der Fido hat jetzt 332. Jawohl, Fido. Ich habe jetzt 57, dann reicht das jetzt schon fast. Ja, dann lass uns doch zurückgehen. Ist dem so? Ich bin zurück. Okay, ich komme dann auch. Dann können wir vielleicht gerade auch die Folge beenden. Genau. Und dann in der nächsten Folge vielleicht kurz in den Dungeon oder so. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.